Gestern war ich ja bei meinen Eltern, wir haben ein Schwein geschlachtet und so, und da war auch ein Bekannter von meinem Vater dabei, oder Kumpel. Ich habe ihn seit, naja, wie alt war ich? Naja, fast 35 Jahren nicht mehr gesehen. Aber sagen wir mal so, ich habe ihn vor 35 Jahren das letzte Mal gesehen, den Bekannten. Nennen wir ihn Otto. So, und dann habe ich meinen Bruder heute aber kam mir bekannt vor. So, und ich rufe meinen Bruder heute früh an und sage, ey du, ja Otto, also der kommt mir irgendwie bekannt vor. Also war schon älteres Kaliber. Denke mal so, wie alt wird er sein? Vielleicht in den 60 oder so. 60, 63, so irgendwie in der Dreh. Naja. Und mein Bruder meinte, naja klar, der war früher LPG-Vorsitzender, als ihr dort mit den Äxten euer Unwesen getrieben habt. So, und genau, das ist, dann kommen wir jetzt zur Geschichte. Also, hör zu. Es war noch tiefste DDR-Zeit. Ich war 10. Klasse, Abschluss, also Ende 10. Klasse, die Prüfungen waren alle vorbei und so weiter, und du musstest in deinen letzten Ferien sozusagen, bevor die Lehre losgeht, musstest du 2 Wochen ja irgendwie so eine Art Praktikum machen. Und ich komme ja vom Land sozusagen, und dann bot sich's halt an bei der LPG. Also das ist, war die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Da habe ich halt dann sozusagen mein Praktikum gemacht mit noch 3 anderen Leuten aus meiner Klasse. Und unsere erste Aufgabe bestand darin, im Nachbardorf hatten wir so eine Art Mühle, aber das war keine Mühle mit Mühlrad, also mit so Flügeln und so. Es war halt schon etwas moderner mit Motoren, und da drin hat es riesengroße Mahlsteine und so weiter, die dann halt das Getreide gemahlen haben. Unsere Aufgabe bestand darin, sozusagen um die Mühle drumherum, um das Gehöft, die Büsche wegzuhacken. Das Unkraut, also die Sträucher und Büsche, was sich da so breit gemacht hat über die Jahre. Wir sollten ein bisschen aufräumen. Ja, haben wir gemacht. Die Äxte wurden geschwungen. Ruckzuck war sämtliches Unkraut und Buschwerk weggehackt. Und dann saßen wir da und dachten uns, ja, puh, ja, ist nichts mehr da, was sollen wir machen? Und da kam der Müller raus, und wir so zum Müller, ja, wir sollten hier irgendwie, was sollen wir hier alles noch weghacken, weil es ist... Und der Müller, das war sein Verderben. Der Müller meinte, naja, ihr sollt doch alles weghacken, was nicht gemauert ist. Das waren seine Worte. Also so haben wir es jedenfalls verstanden. Alles weghacken, was nicht gemauert ist. Okay, dachten wir uns, geil. Gut, dann wurde als erstes, da haben oben auch noch Menschen gewohnt. Also es war so ein Gehöft, ein größeres mit Einfamilienhaus, ein Innenhof. Und dann hat es noch so halt die Mühle noch angrenzend und so ein paar Hundeställe und sowas, also größere schon, nicht bloß so ein kleiner, wie sagt man, eine Hundehütte, also schon was Größeres. So. Da haben wir den Hundestall entdeckt, der war nicht gemauert. Den haben wir zerhackt. Dann sind wir weiter übers Gehöft gezogen, haben einen Schafstall entdeckt. Also wie groß wird er gewesen sein? Eine Fläche von... Quadratmetern ungefähr. Und Höhe ungefähr 2,50. Da drinnen stand so eine Futterraufe aus Holz. Die war auch nicht gemauert. Also standen wir davor und haben uns gesagt, sollen wir die auch zerhacken? Und als der erste schon so ein
Ich kenne ja die Futterhaufen, die sehen so aus, wenn du so von vorne drauf guckst, so schräg und aus Holz und dann so mit so, wie sagt man, Streben so drin, dass das Heu dann nicht gleich wieder rausfällt. Und da hat der Erste schon so eine Strebe daraus gehackt. Und wie er es rausgehackt hat, haben die anderen auch schon die Äxte geschwungen und binnen ein paar Sekunden war die Futterraufe auch in Stücke gehackt. Tja, gut, was nun? Arbeit getan, was gibt's noch? Ja, der Schafstall ist nicht bemauert. Der Schafstall war aus Holz. Okay, auch nicht schlecht. Also Seitenwände von 3 Meter mal 2,50 oder halt 10 Meter mal 2,50, die Seitenwände. So alles aus Holz, nicht gemauert. Ja, also weghacken. Junge, haben wir das Ding zerlegt? Ich glaube, es war richtig harte Arbeit. Wir haben dort, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, bis wir dort aus der Bretterbude Kleinholz gemacht hatten. Da war kein Brett mehr auf dem anderen. So, und dann haben wir oben das Dach entdeckt. Das waren so Welletternit, wie heißt das? Was eigentlich jetzt dann verboten ist oder was dann später erkannt wurde. Asbestplatten, genau, ist aber so Gewälde. So, dann sind wir an diesem Stahlgitter, so in diesen Stahlträgern, wo das Holz befestigt war, hochgeklettert. Haben oben uns hier die ersten Platten kaputtgeschlagen, uns oben drauf gesetzt und haben dann angefangen, diese Wellplatten dort mit den Rückseiten der Äxte kaputt zu schlagen. So, und dann, als wir nur noch, ja, war schon fast nichts mehr übrig von dem Ding, du hast also nur noch unten einen Haufen Holz gesehen, zerhackt. Oh, mein Kumpel und ich saßen noch oben, die zwei anderen standen unten. Unten hatte einer gejammert, weil er in den Nagel getreten ist. Dann kam der Vorsitzende an mit dem Moped. Hat uns gesehen. Hat den Schafstall gesehen. Und hat die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kann nicht mehr. Hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was habt ihr getan? Das Ding war nagelneu, das war 2 Wochen. Oh, das war 2 Wochen alt und ihr habt es zerhackt. Das Holz konntest du nicht mehr, du konntest das Holz, was da war, auch nur noch verfeuern. Das konntest du nicht mehr für eine andere Bretterbude benutzen. Oh, ich gehe ein. Oh, der war auch fertig. Der war fertig, der Mann. Und das war Otto. Damals noch jünger. So. 2 Wochen. Oh, Seile, ich sag's dir. Ihr hättet dabei sein müssen. Es war göttlich. Mir so, naja, der Müller hat gesagt, alles, was nicht gemauert ist und so. Ja, gut. Nachdem sich der Vorsitzende wieder eingekriegt hat, hat er gesagt, okay, das wird mit euch hier nicht. Wir müssen euch woanders hinstecken. Dann hat er uns in mein Dorf gebracht. Das nannte sich, dann hatten wir so einen großen Getreidespeicher. Das nannte sich Hopfendacher. Da waren halt so das Getreide, was abgeerntet wurde, wurde dann so auf mehrere Etagen so gelagert. Und wir sollten das in Säcke füllen und dann unten auf dem LKW verladen. Und zum Verladen hatten wir da so einen Kran. Da hat es praktisch ja, ein Seil mit einem Haken dran und hier so eine Bedienung zum Hoch- und Runterlassen. So, und ja, wir die Säcke voll gemacht. Und dann wollten wir die Säcke runterfahren und mein Kumpel meinte, ja, ich mach das. Nimm das Ding und drückt auf den Knopf. Elektrischer Flaschenzug. Silent, du sagst es. Genau so war das. Genau so ein Ding war das. Und er drückt auf den Knopf und ich sage, was machst du denn? Na, ich fahre den Kran hier, den Haken runter. Ich sage, nee, du fährst ihn hoch. Er sagt, nee, ich fahre ihn runter.
Ich sage, nein, guck doch drauf, du fährst ihn hoch. Nein, ich fahre ihn runter. Auf einmal hat es oben schon gerumst, einen übelsten Rums. Dann kam was an uns vorbeigeflogen. Das war der Haken. Dann kam der Typ in dem LKW. Ihr habt ja noch gar keine Säcke runtergefahren. Ja, der Kran ist kaputt. Dann hat er auf diesem Bedienfeld rumgeklickt. Du hast es bloß noch klacken gehört. Klack, klack, klack. Nee, komm, wir haben alles kaputt gemacht. Ay, das ist Wahnsinn. Aber es war nicht mit Absicht. Es ist passiert. Oh. Oder, ey, nee, ich kann ja auch. Nee, was, wo laufe ich hin? Ich kann ja zum Busbahnhof rennen. Naja, und das Beste war halt, dass wir dafür auch noch bezahlt wurden. Wir haben, es konnte also mit der DDR auch nichts werden, weil wenn du sowas wie uns hattest, war der Untergang schon praktisch vorprogrammiert. Naja, wir haben dann noch halt Geld gekriegt dafür, für unsere Arbeit. Die anderen Tage liefen auch besser, wir waren dann unter Aufsicht und so. Dann ging das auch. Wir haben dann noch Dachziegeln verladen und bei der Ernte mitgeholfen und so. Also die 2 Wochen waren dann schon auch noch gut produktiv. Die ersten paar Tage waren halt weniger produktiv, aber dafür lustig. Für uns jedenfalls. Ich konnte nicht mehr. Da habe ich mich heute früh schon mit meinem Bruder wieder kaputt gelacht. Ich sage, stimmt, der war das ja. Der LPG-Vorsitzende. Keine Skeps hier. Das ist doch Kacke, Mann. Warte, sei nicht, ich lese es gleich. Hört sich schon gut an. Ich habe Spritzgießwerkzeug gelesen. Das erheitert mich schon etwas. So, oder lass lesen. Wir sollten als Lehrlinge mal alte Spritzgießwerkzeuge demontieren und verschrotten. Dummerweise hatte ein Einrichter ein aktuelles Werkzeug daneben stehen lassen. Dort hat dann auch eine Formkorrektur mit dem Hammer. Oh geil, da war was los. Das glaube ich gern. Das glaube ich dir. Oh. Formkorrektur. Ja, aber die Leute sind doch selber schuld. Man sollte sich schon präziser ausdrücken. Zumal, wenn die Leute noch unerfahren sind. Was wir ja alle waren. Es ist wie gute Kommunikation in Escape from Tarkov. Wenn die nicht klappt, geht auch alles drunter und drüber. Warum sollte es im Real Life anders sein? Warte mal, hast du einen Rucksack? Oh ja, hat er, in der Tat. Ui, schön. So, nochmal schnell zum LKW. Vielleicht ist ja da auch einer aufgetaucht. Ah, ich habe ja gar nicht geguckt, ob es ein Headshot überhaupt war. Naja, gut. Aber ich muss ja auch entkommen noch hier. Die wöchentliche dürfen wir auch nicht aus dem Auge lassen.
muss mich von hinten anbürschen. Euro, alter Schwede. Wahnsinn. Ihr wart ja richtig produktiv. Ah, keine halben Sachen, das ist gut. Immer der linke Arm, immer der linke Arm. Was haben die Leute mit meinem linken Arm? Kaffee, 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 Kaffee. Danke, Kaiser, herzlich willkommen. Erledigt. Da hat er dem doch tatsächlich schon die Waffe geklaut. Ist es denn die Möglichkeit, ihm alles weggenommen? Na gut, Abfahrt. Wir haben die Quest. Wir müssen hier noch entkommen. Wir müssen noch an den anderen Steps hier vorne vorbei. Deswegen. Kam fröhlich seines Weges. Skeffi-Weste. Schönes Ding.